Darf ich noch? So, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur neuen Let's Play. Wir spielen Until Dawn. Ja, ist Hallo! nicht ganz, ja, die Inka ist auch dabei. Jetzt hast du mich da aus dem Konzept gebracht, Einen meine mag Güte. ich noch, habe ich gesagt. Den esse ich jetzt auf und dann höre ich auf zu knuspern. Ja, und zwar ist das Spiel nicht ganz neu, ich glaube Oktober 2015 tatsächlich. Bin nie dazu gekommen, das Spiel zu spielen, wollte es aber schon ewig spielen, allein schon, weil das mit der guten Hayden Panettiere ist. Haben wir das richtig ausgesprochen, Panettiere? Ja, die Frau von Wladimir Klitschko. Ja, ich frage mich immer noch, wie die gute Frau, die ist 1,53 Meter, wie die einen ganzen Klitschko auf die Welt kriegen soll. Das ist ja genauso wie bei, ja, How I Met Your Mother, ne? Mit einem Ericsson auf die Welt kriegen. Somit hatte sie auch ihre Probleme gehabt. Ich hoffe, sie hatte Klitschko-Hüpften. So, meine Freunde, wir wollen jetzt direkt loslegen. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe das mal geguckt. Da sollten wir eigentlich die PlayStation-Kamera mit angesteuert haben. Sie sehe ich momentan noch nicht leuchten. Ich sehe auch kein Bild von uns. Also, kann auch sein, dass die Inka noch zu sehen. Das ist was nicht Schlimmes. Wir können ja mal tauschen. So, meine Freunde. Dieses Spiel geht um Entscheiden. Also, man kann hier wirklich die Schicksale der Leute Das steht auf entscheiden. Kameraaufnahme. Was? Aufnahmen, Was? Kameraaufnahmen. Musst du da irgendwas drücken Wo vielleicht steht noch? denn das? Zwei runter. Ach so. Und nun? Gruselaufnahmen. Gruselaufnahmen? Was ist das? Keine Ach, nimmt es nur Ahnung. dann auf, wenn ich mich abgrusel oder was? So, ah, wie nennen Sie? Jumpscares oder was? Ach, jetzt kein Spiel mit Jumpscares, bitte. Das heißt, was heißt Das das? ist, ja, das ist aber traurig, dass du es nicht weißt. Das sind, wenn so auf einmal so ein Geist erscheint oder so, weißt du, und des Öfteren auch irgendwo. So, was soll mir das jetzt sagen? Ich verstehe das nicht. Was ist das? Auswählen. Kann ich ja nichts. Drück mal Drücke irgendwas mit ich X. ja X. Spiele weiter, um diesen Videoclip aufzuzeichnen. Irgendwie. Ich habe mir jetzt vorgestellt. Okay. Ja, gut, okay. So, Freunde. Wahrscheinlich mitten im Spiel. So, wie gesagt, man kann sich darüber entscheiden, wie das ausgehen mag mit den Charakteren. Wir entscheiden aus dem Bauch heraus, ne? Ja. So, egal wofür ich mich immer entscheide, ist immer das Verkehrte. Also, ne, kann auch sein, dass ich das nicht mit der Inka so schnell bequatschen kann, aber wir wollen das Spiel direkt starten. Wahrscheinlich über die Hälfte meiner Community, unsere Community, kennt wahrscheinlich das Spiel schon. Wir noch nicht. Also, wir spannen uns nicht weiter auf die Folter. Also, los geht's. Mit Bedacht, ja. Ich hoffe, ich habe zu viel Zeit für Bedacht. Ja, wenn wir genug Zeit haben, können wir uns auch absprechen. Ja, ich hoffe, dass jetzt das mit der Kamera funktioniert Ich finde irgendwie. das geil, aber weil so haben das vielleicht manche schon gespielt, aber nicht das Ende, was wir haben oder so. Ja. Weiß man dann ja nicht. Richtig. Erinnert mich so ein bisschen an Freitag der 13. gerade eben. Oh mein Gott, echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Anna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, da. Oh nein, ich weiß, worauf es hinauslaufen könnte. Mike? Oh, das ist gemein. Hier ist Hannah. Hey, Hannah.
Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh. Okay, jetzt spielen wir sie wahrscheinlich hier. Beth. Wir spielen Beth, Freunde. Augenblick, ich möchte ganz kurz mal wissen, warum ist das mit dieser Kameraaufnahme noch nicht das so? Das erinnert mich gerade an einen Film. Wir haben eigentlich. Spiele weiter, um diesen Videoclip aufzuzeichnen. Ja, dann machen wir es doch. Ich verstehe bloß nicht, die Kamera leuchtet nicht, Freunde. Deswegen interessiert mich das aber mal. Wir werden nochmal jetzt spielen einfach. Und wenn es noch nicht geht, werden wir nach der Aufnahme mal gucken, dass wir in der PlayStation noch irgendwo ein bisschen rumstellen. Ja, das ist ja nett. Ja, was? Das hat mich an den Film gerade erinnert. Auch mit der Hütte und mit dem Schnee draußen und Ski. Und da waren zwei junge Mädels, die sind doch draußen auch in der Hütte getötet worden und so. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, weißt du, das erinnert ja an viele Filme. Ich meine, das ist ja nun mal so, dass man. Das ist ja eben mal so eine Party-Clique offensichtlich, ne? Die dann irgendwie dahin kommt, um zu feiern. Ich kann mir da viel mehr. Halte R2 gedrückt, um die Notiz zu nehmen. Halte R2 gedrückt, benutze den Rechnungstick und die Objekte untersuchen. Ach so, wie habe ich das gemacht? Moment mal. Okay. Hannah, du siehst in den Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mike. Okay, damit haben sie... Oh mein Gott! Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Oh, Zeit zum Eingreifen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es eine Verarsche einfach ist. Na Jungs, so viel gehabt, ja? Habt ihr was übrig gelassen? Ich finde die Grafik mega. Eine absolut authentische Steuerung, muss ich tatsächlich sagen. Und es wurde mir tatsächlich auch von meinen Arbeitskollegen damals empfohlen. Und ich habe bloß immer gedacht, ach ja, ich will es immer noch haben. Ich habe immer gesagt, was ich zu der Zeit gespielt hatte. Ich sagte, Beyond Two Souls. Und er sagte, was, du spielst voll die Oldschool-Games. Sowas wie damals, eben mal, das war dann, da gab es das Spiel vielleicht auch schon ein halbes Jahr. Da sagte er, Until Dawn, das ist ein richtig hammergeiles Spiel. Und seitdem verfolgt mich das, seitdem muss ich es irgendwie haben. Aber es war noch nicht so dringend wie jetzt zum Beispiel Resident Evil Horizon oder sonst ja, irgendwas. Ja, Resident Evil Horizon war sowieso an erster Stelle und auch ja. Wie Nightmares irgendwo. Ja. Aber trotz alledem, das haben wir von Anfang an gesagt, dass wir uns das auf jeden Fall noch mal holen werden. Ja. Wir sind eh kleine Nachzügler. Wir haben uns die PlayStation 4 auch nicht sofort nagelneu gekauft, sondern auch ein bisschen gewartet damit. Ja. Und. Das leuchtet so extrem an, Alter. Aber wenn ich da jetzt direkt hingehe, dann. Dann mach doch. Muss ich da irgendwas drücken oder so? Nee, kann ich gar nicht. Das macht sie nicht. Die macht die Tür nicht. Mich ärgert das mit der Kamera. Ich hätte so gerne die Kamera jetzt angehabt dabei. Wahrscheinlich hätten wir jetzt die Möglichkeit, unser Ladekabel von unserer Camcorder. Tutorial. Benutze den rechten Stick, um umzusehen. Schwimmende Objekte können untersucht werden. Schwimmende Objekte? Wahrscheinlich wird sowas damit gemeint. Ah! Halte R2 gedrückt, um die Flasche zu nehmen. Und nimm einen kräftigen... Ja, komm, hau raus. Was soll denn das? Du sollst... Mann, du sollst dir die Figur schütten, Mann, Alter. Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt? Oh, das ist abgefuckt, was Alter. Was macht ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Oh, Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Was soll ich jetzt bitte machen? George wecken, andere suchen. George wecken. Achso, damit. Weg, George. Achso, gut, okay. Leute. Nee, ich musste erst mal ausprobieren. Ich wusste noch gar nicht, was ich gemacht habe. Meine Schwester hin. Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Ja.
Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. Okay, das ist ziemlich schnell. Sicher, schnell. Inka. Was? Sicher, okay. Das hat wahrscheinlich eine fatale Entscheidung. Wahrscheinlich stürzt unsere Henna schon irgendwie so eine fette Klippe runter. Alter, hast du die riesen Schritten gesehen, diese riesen Fußspuren? Fußspuren folgen, Geräusch folgen, Fußspuren folgen. Ah, Fußspuren! Die Fußspuren sind frisch. Oh, Scheiße. Achso, okay. Das habe ich mir schon fast gedacht. Alter! Du Arschloch! Hallo? Hallo? Ist da wer? Eine Shabumba-Wabumba-Statue. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Das war ein sehr, sehr schlechtes Omen quasi. Mäuschen, wo bist du denn? Ich bin's, Beth. Ah! Halt, du Arsch. Feuer vor allem da oben drauf. Was soll der Scheiß? Hannah. Das hier. Hallo? Ich friere bestimmt nicht. Hannah. Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Ja. Lauf. Laufen. Hannah! Oh. Fuck, ne? Nein! Nein! Shit! Fuck! Nein! Ah! Oh, Scheiße. Boah, spalt Feuer irgendwas da. Der will uns doch helfen. Helfen lassen. Loslassen? Nein. Weiß ich nicht. Das ist super toll. Weißt du, ich höre noch mal auf dich, du hör mal. Ich hab gesagt, weiß ich nicht. Du hast gesagt, loslassen. Helfen lassen. Du hast loslassen gesagt. Helfen lassen. Oh, fuck. Inka. Stand überhaupt helfen lassen, statt der Hanna helfen. Loslassen und beginnen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist.
Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung redet mit uns. Dein Schicksal und das aller anderen. Na. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Ich war mir jetzt nicht mehr so sicher. Und ich werde dir dabei helfen. Das ist nett. Manchmal. Was? Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Ja. Ja. Okay. Arschloch. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Okay, ich bin gespannt. Nimmst du dir bitte diese Karte? Ja, gerne. Achso, kann ich gucken? Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an. Okay. Sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um okay. aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Okay, ich bin bereit für dieses leicht versaute Spiel. Okay. Oh, Alter, wir haben voll die Handschuhe an, Alter. Ich glaube, wir sind voll der Psychokiller. So, ups, nein, nein. Nun nimm das mal. Was fühlen wir dabei? Ich denke an Siebel bis in. Ich finde das schön. Es ist jeden Horrorfilm ist eine gruselige Heuschrecke. Cool, solche. Mal gucken. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Ich bin glücklich. Also ich fand es jetzt irgendwie nicht schlimm. Du? Das hat mich ja direkt an Siebel bis in drin. Ich bin nervös. Aber nervös bin ich dadurch auch nicht. Also von daher. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Schön, ja. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Sexuell. Der Sonnenschein es ist friedlich. Genau. Ah. Ah. Interessant. Ja, das finde ich auch. Sehr interessant. Wir finden es friedlich trotz einer Vogelscheuche. Ja. Ganz allein für dich. Was? Da? Ja, will ich, ne? Besser als in den Bergen. Oder? Danke, dass du mir geholfen hast, Inke. Und was, wenn ich dir sage, dass es in der Hütte spukt? Ich hätte Angst. Ja, dann hätte ich, glaube ich, auch Angst. Echt? Okay, na dann. Verborgen hinter dem Schleier des Todes ist letzten Endes das absolute Unbekannte. Und was könnte mehr Furcht entfachen als die Schrecken der Unsicherheit? Oder Dr. Hill. Ach, die Zeit ist leider um für diese Sitzung. Die Zeit geht so schnell rum, wenn man Spaß hat. Oh, keine Drohung. Nicht küssen jetzt. Nein, nein, hör auf. Oh Gott, er lehnt sich. Der ist aber auch ein bisschen. Der ist gruselig. Der hätte ja, der ist echt gruselig, ich Alter. Ich finde. Das erinnert mich gerade so an Silent Hill hier. Ja, richtig. Ey, ich sitze noch hier, Meister. Hätte er uns gefragt, ob ich ihn gruselig finde, ja, hätte ich. Ja. Sony Computer Entertainment. Ja. Das war ja quasi so ein kleiner Vorspann. Super Massive Games. Until Dawn. Also, es war ja ein kleiner guter Vorspann eigentlich, den wir gespielt haben. Ja, lass doch mal dann ab vor den Intro, das Intro erstmal laufen. Ja, hallo. Du und da bist du BAM! Guck mal! Hayden Panettiere! Was? Peter Stormare. Ja? Oh, Alter. Die Musik ist mal echt cool bei diesen ganzen ja. Spielen, ne? Es gibt wieder GEMA-Probleme nachher wieder, das sag ich dir so. Oh, Alter, die Puppe. Emily wants to play. Ja.
Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Ich dachte, das ist jetzt Mount Massive, Alter. Für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts hin, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Was für ein Intro. Ja. Wirklich mega. Vielleicht haben wir jetzt ja die Gedanken. Ja, wenn rein. Wir gleich 10 Stunden bis zum Morgen. Ja, natürlich. Freunde. Sehr interessant. So einen kleinen Steckbrief noch dazu. Hallo? Ist jemand hier? Okay, ich ahne schon, in was das jetzt irgendwie... So, meine lieben Leute, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen oder auch sehr doll. Lasst einen Daumen nach oben da, auch bei der guten Anker. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Abos gerne wünschen, nettes Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao. Hello? Guys? Mike? Emily? Hello, Samantha. Looking for me? You're only going to see what I want you to see. And I have quite a lot to show you. What is going on?
10 seconds.